Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV zu recht später Stunde schon, aber die US-Amerikaner handeln natürlich noch und dies wollen wir auch unter die Lupe nehmen sozusagen, denn der Nasdaq 100 zeigt sich hier wieder höchst dynamisch. Wir wissen aber auch, dass der Nasdaq 100 hier sehr, sehr stark beeinflusst ist durch eben hier die Apple-Aktie, die ja maßgebliche Kursperformance und Kursveränderungen in diesem Index herbeiführt. Deswegen wird alles nicht so heiß gekocht, nicht so heiß gegessen wie gekocht, so ist der richtige Ausdruck. Und wir fangen mal hier kurz im Nasdaq 100 mit dem großen Bild an, hier auf Wochenbasis. Da sehen wir hier grundsätzlich, ja, das Handelsjahr 2015 relativ zäh seitwärts. Das Handelsjahr 2016 dann hier, Sie wissen es, zu Beginn des Jahres ging es hier erstmal massiv nach unten. Und ja, Korrekturjahr voraus, Fragezeichen. Nein, dem war nicht so. Trotz neuer Tiefs, trotz neuer Verlaufstiefs konnte sich der Index dann hier wieder relativ schnell fangen und startete letztlich dann hier, insbesondere auch während der letzten Wochen, eine starke Rallye, die unlängst eben auch eine, ja, Konsolidierung erfuhr. Und jetzt sehen wir hier eine Art Bullish Engulfing nach aktueller Kerzendarstellung. Ja, die vorherige Handelswoche hier schwarz dargestellt, wird von der laufenden hier nahezu komplett umschlossen. Freilich, die Handelswoche hat noch einen Tag mehr neben heute. Man darf abwarten, wie der Handel letztlich endet. Aber die Situation sieht so zunächst erstmal bullisch aus, obgleich hier auf Wochenbasis natürlich der Deckel obendrauf ist. Können wir gleich mal hier ein Stück weit einzeichnen. Also hier das Level um 4820, 4825 ist definitiv eine Hürde. Und wenn wir uns diese Hürde mal ein Stück weit näher im Tagesschart betrachten, dann fällt auf, hoppala, jetzt wird er das nicht speichern. Dann fällt auf, und da können wir auch gleich noch mal eine der letzten Analysen ein Stück weit Revue passieren lassen. Zum einen, dass der Index sich, wie gesagt, hier stetig den Kopf gestoßen hat, und zum anderen, dass wir hier, und da gehe ich auch gleich noch mal speziell drauf ein, eine sehr, sehr ausgeprägte negative Divergenz im RSI-Oszillator haben. Das schaue ich mir, wie gesagt, gleich noch mal speziell an. Aber die Annahme ist auf jeden Fall die damals gewesen, dass der Index hier mit Aufgabe dieser Unterstützung 4775 rund das Level hier um 4685, 4690 ansteuern sollte. Das geschah dann eher schneller als langsam, hier direkt mit der Kerze vom 9. September. Dann gab es aber in der Woche drauf das starke Reversal, welches jetzt hier praktisch immer noch anhält und die Situation hier aber nicht weiter ungefährlicher macht. Wir haben letztlich den September. Der September ist als Korrekturmonat bekannt und wir haben hier eine sehr, sehr ausgeprägte negative Divergenz. Das heißt natürlich nicht, dass diese Divergenz hier initiiert, dass der Index definitiv zusammenbrechen muss, aber die Signale der Warnung sind durchaus zu vernehmen, zumal wir hier, und ich zeige Ihnen gerne dazu den E-Mini Future zum Nasdaq 100, zumal wir hier eben insbesondere eine sehr, sehr negative Saisonalität vor uns haben. Das heißt, hier mit dem Ausklang des Monats September bis in den Oktober hinein haben wir hier saisonal statistisch fallende Preise zu erwarten. Und dies vor dem sich aktuell darstellenden Hintergrund dieses Widerstands bei 4820, 4825 und eben dieser negativen Divergenz scheint es mir so, dass es hier durchaus spekulativ interessant sein könnte. Das ist keine Handelsempfehlung, das ist einfach nur eine Feststellung, dass wenn der Index zum Beispiel hier versucht, nach oben rauszubrechen, ja, dieses hier durchaus eine spekulative Short-Einladung sein könnte, um zunächst hier nochmal die 4700, 4685 anzusteuern und dann gegebenenfalls mit negativem saisonalen Rückenwind sogar noch eine Etage tiefer zu gehen, bis in den Bereich 4550 etwa. Sieht mir ganz interessant aus, ist natürlich hier A gegen den übergeordneten Trend, aber wir haben hier einen gewissen Erschöpfungszustand, das gepaart mit einer negativen Saisonalität kann hier den Charme bringen, dass der Index hier ein Stück weit nach unten wegbricht. S&P 500, ähnliche Situation. Das ist eben einfach so, dass die Märkte hier wirklich weiter nach oben streben, liquiditätsgetrieben durch die Notenbanken. Aber ob das eben jetzt hier ein Dauerzustand bleibt, das muss man mal abwarten. De facto wäre, wenn wir hier nicht
umkehren nach einem Spike nach oben, sondern sich der Index hier vielmehr über diesem Widerstand von 4825 etabliert. Deswegen mache ich hier meinen Horizontalstrich ein Stück weiter nach rechts gezogen. Also eine Etablierung über diesem Level spricht dann wohl eher doch für eine Fortsetzung der Rallye. Das kann durchaus auch passieren. Dennoch ist davon auszugehen, dass gerade jetzt hier im November mit den US-Wahlen die Unsicherheiten zunehmen werden, sicherlich auch die Volatilität zunehmen wird. Und ja, gegebenenfalls muss man bis dato warten, bis denn hier eine Entscheidung fällt, ob wir doch eine Rallye-Fortsetzung bis ins nächste Jahr sehen oder aber die Indizes, und das halte ich für nicht so unwahrscheinlich, mal eine größere Korrektur vollziehen. Es bleibt spannend, es bleibt abzuwarten. Wie gesagt, die heutige Stärke bedingt auch durch die Apple-Aktie insbesondere. Das heißt, der breite Index ist nicht in dieser Form, wie wir ihn hier sehen. Also insofern mal abwarten, wie A, der Tag noch endet und B, was sich vielleicht morgen für eine Chance bietet. Vielleicht sehen wir auch ein neues Hoch, einen neuen Höchststand. Kann man nicht ausschließen. Dann dürfte die Party vielleicht sogar kurzfristig weitergehen. Aber ich denke, am Horizont wird es schon ein bisschen dünn. Und insofern warten wir mal ab, was die Märkte noch machen. Ich sage danke fürs Einschalten. Hoffe, Sie haben es genossen. Und eine nächste Sendung wird es dann morgen geben, nachdem wir dann auch einen größeren Check zum DAX oder auch dem S&P 500 nochmal liefern werden. Also, schönen Abend an dieser Stelle. Lassen Sie sich gut gehen, genießen Sie den Feierabend. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.